Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir holen uns jetzt erstmal wieder unser Haru ins Team. Oh, schön. Aber der darf wahrscheinlich auch wieder nicht mitkommen, oder? Ich schätze, der darf auch wieder nicht mitkommen auf unsere Abschlussprüfung, weil es ja nur unsere Abschlussprüfung ist. Oh Mann, ey. Dann flippe ich aber aus, ey. Das finde ich dann echt nicht cool. Finde ich nicht in Ordnung. Teddy Ursa. Oh, Dragon und Doki. Hi. Hey, Teddy Ursa, Ursaring. Und Ursaring. Was steht an? Geht ihr zwar irgendwo hin? Jawohl. Wir sind gerade auf dem Weg zum Verwirrwald. Was? Der Verwirrwald? Ist das nicht gefährlich? Habt ihr nicht gehört, der Gildenmeister, der Großmeister allen Übels, dass sich da aufhalten? Der Großmeister allen Übels? Hm. Ja, von so etwas habe ich noch nie gehört. Und ihr glaubt nicht, dass ihr euch irrt? Wir gehen häufig im Verwirrwald spielen. Wir haben noch nie von einem Großmeister gehört, geschweige denn ihn gesehen. Ihr müsst irgendwelche Gerüchten erlegen sein oder so. Gehen wir. Tschüss. Mein Magen knurrt. Ich hab Hunger, Mann. Das ist echt voll nicht cool. Na. Irgendwas stimmt nicht. Das klingt überhaupt nicht wie das, was Knuddelhoff sagte. Nicht, dass wir irgendwas daran ändern könnten. Machen wir uns fertig, um uns zu Verwirrwald zu begeben. Glaube ich, stand da. Erstmal all das Poké mitnehmen. Dankeschön. Dim, 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 dim. Na, na, da, 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 da. Ach ja, herrlich. Manu, man, dim, dim, dim. Oh, ich wollte gerade sagen, hä, wo sind so ganzen Items hin? Boah, war ich gerade verwirrt. Heieiei. Das lagern, das... Nein, das kann ich ja behalten. Das lagern... Muss ich gleich zwei neue... Dings mitnehmen. Appellop behalte ich. Zwei neue... Sinelbeeren. Nehmen. Ich hätte gerne zwei neue Sinelbeeren. Und die ganzen Gummis auch, Mann. Na, 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 na. Ach ja. Herrlich. Dim, 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 da, dim. Kaufen wir. Kaufen wir auf jeden Fall. Oh Mann, yeah, yeah. Dim, 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 dim. Herrlich. Donnerwelle, Kraftreserve. Brauchen wir beides nicht. Aber, Moment, erstmal zwei auf der Seite, der drei schon, ne? Genau, schon drei auf der Seite und eins. Haru. Haru. Und wieder eins für Haru. Mehr Gummis für Haru. Yeah. Mhm. Okay, nächste. Selbstheiler. Schöne Sache. So, dann kann ich jetzt wieder welche essen. Genau. Bis ich die nächste Kuhfähigkeit erlerne. Dim. Harter Brocken. Was ist das denn? Was ist harter Brocken? Obwohl, die hat Dragon, glaube ich, auch, oder? Körper eines Roboster. Daher verfügt es über mehr KP. Diese Kuhfähigkeit kann... Oh. Cool, wir haben mehr KP. Das ist geil. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, lagern wir erstmal wieder unser restliches Geld. Und begeben uns jetzt auf den... in den Verwirrwald. Wohin soll die Reise gehen? Verwirrwald, yo. Hör mal, Doki, es geht doch um unsere Abschlussprüfung. Ich habe überlegt, dass wir beide gehen sollen. Doch. Mann... Abgemacht, dann gehen wir zu Verwirrwald. Ja, toll. Mann, no. Aber bald kann Knackleon wieder auf jede verdammte Mission mit. Oh, das ist der Eingang zum Verwirrwald. Ich weiß nicht, was wir drinnen zu Gesicht bekommen werden. Aber das ist unsere Mission. In die tiefsten Tiefen des Waldes vordringen und den Schatz zurückbringen. Das ist unsere Abschlussprüfung. Lass uns die Prüfung bestehen, um somit die Gilde mit dem Abschluss in der Tasche verlassen zu können. Lass uns nicht verpatzen. Nee, hab ich nicht vor. Mann. Kann doch nicht wahr sein, ey.
Hallo. Shell Crane. Wir machen... Dein Ernst? Wir machen keinen Damage am Shell Crane mit unserem Rasierblatt, weil Pflanzen-Pokémon macht ja auch Sinn irgendwie. Wir haben nur eine Nicht-Pflanzen-Attacke, ne? Das ist echt nicht gut. Ich glaube, wir sollten irgendwas austauschen. Ich glaube, Energieball müssen wir austauschen gegen irgendeine andere Attacke. Wenn wir Schaufler vielleicht finden und wir Schaufler lernen können, dann vielleicht Schaufler. Würde ich sagen. Wow. Oh, das macht ja kein Damage. What? Okay, die geben mir aber auch keine Erfahrungspunkte wirklich, also... Von daher... Ey, das ist ein Bidiza! Bidiza! Ein Bidiza! Sweet. Aber wir haben jetzt mittlerweile genauso viel KP wie Dragon. Und das, obwohl wir sogar noch ein Level niedriger sind. So. Ich glaube, das war keine gute Idee, mich so hinzustellen. Ich stelle mich mal nach hier. Ein Libeldra? Wow. Ich will mal bitte Megasauger fixieren, genau. Und dann greife ich mal das hier an. Radfratz. Ja, gut, die haben hier kein... Na, die haben hier wirklich kein Damage eigentlich. Wir haben Knirscher! Wir kriegen wieder Knirscher. Ja, Knirscher. Vergessen. Yo. Ja, ja, Knirscher. Geil. KP steigt um 1. Wow, wir haben mehr KP als Dragon. Yeah. Radfratz. Radikal will eigentlich fliehen, aber es kann nicht fliehen. Wow, Shaker Rain hat die IQ-Fähigkeit. Cool. Hi. Oh. Eieiei, das macht Damage. Eine schwere Box, okay, cool. Okay, das hat auch die IQ-Fähigkeit. Jetzt lass das Dings nicht entkommen. Wen greife ich an? Ich greife das Planers an. Das Radikal darf nicht entkommen. Nein, es hat das Floragummi nicht aufgehoben. Okay, gut, dann darf es entkommen. Wieso haben denn alle diese IQ-Fähigkeit? Mano! Hey, Shaker Rain. Dann besiege ich ja dich. Oh! Wieso geht denn alles von Dings? Wir kriegen ja auch keinen wirklich... Wow! Wow! Visa Knosp. Knosp, geh weg. Heilige Scheiße war das Damage von ihm. Greif das Visa Knosp an. Greif doch das Visa Knosp an. Danke. Wow, ich bin verwirrt. Das ist nicht gut. Das ist besiegt, okay? Immerhin kriege ich den Damage ab. Bin nochmal verwirrt, okay? Okay, Dragon regelt. Dadurch, dass wir halt den Damage die ganze Zeit abkriegen. Oh. Radikal hebt Poke auf. Alter, sind hier viele Poke. Hey, Radikal. Wir haben nichts fixiert. Wie, warte, was? Fixieren. Putz. Okay, Braungummi behalten wir für Dings. Für Knackleon. Für das liebe Haru, weil es ja Boden-Pokémon. Ja. Hallo Skunkapu. Wow, Alter, die Pokémon hier sind so schwach. Erst hatte ich Angst vor dem Monsterraum, aber dann dachte ich mir so, ja, irgendwie sind die Pokémon schwach genug, also von daher wird schon nichts passieren. Rot ja auch, ist ja auch nichts passiert. Blenzer, wow, dein Ernst. Donnerwelle. Ah, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da war ein Pokémon eben. Ah. Megasauger wurde verriegelt, dein Ernst. Haben wir es jetzt wieder? Ja, wir haben es wieder, okay. Hallo, zack. Safkon. Was wahrscheinlich nur Härtner kann. Also. Auf mich anzugreifen. Böses Pokémon. Pfui. Okay, fixierter. Knirscher. Okay, jetzt machen wir aber erst beim nächsten Pokémon, weil das war, ja, hatte eh kaum noch KP. So viel Damage macht Knirscher gar nicht. Aber wahrscheinlich um einiges mehr als Biss. Schwertanz. Was soll ich denn mit Schwertanz? Ist das etwa... Das Guntank aus Team Totenkopf? Na, wahrscheinlich nicht. Vielleicht das? Man weiß es nicht. Mein Magen knurrt.
zu doll. Hör auf zu knurren. Danke, Magen. Nett. Ich bin eine Nachricht. Nein, meine Truppen sind einfach nur kampfbereit. Okay. Ein Piece of Sam! Hallo. Oh, wow. Das war... Alter. Das hat wenig ausgehalten. Ein bisschen sehr wenig. Aber gut. Ist okay. So ein Schlupphook ist auch cool. So ein Schlupphook ist echt ganz cool. Wie weit müssen wir... Wie weit ist der... Wie groß ist der Verwirrwald? Ich weiß es nicht genau. Noch ein Monsterraum! Heilige Scheiße, gibt es hier viele Monsterräume. Hey, guck mal! Da bin ich! Da bin ich! Zweimal! Insgesamt bin ich also dreimal da, okay. Oh, nee. Oh, okay. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis das endlich mal fertig ist. Fertig? Oh, jetzt fertig? Jetzt fertig. Hallo. Wie greife ich denn an? Ich habe Angst vor Roselia. So ein bisschen. Ja, sollte ich auch. Das hat nämlich ziemlich viel Damage. Ja, ziemlich viel Leben, meine ich. Härtner! Oh mein Gott! Übertreib bloß nicht! Okay, man, Faxo ist besiegt. Toll. Falls noch irgendwer die IQ-Fähigkeit hat, greife ich lieber mit Knirsch an. Ja, genau, okay. Wieso geht denn alles daneben? Ist das dein Ernst? Oh! Diese rechte Hand, ne? Oh, ist das nervig. Härtner! Wow! Ich bin immer noch paralysiert. Das ist nicht cool, das ist nicht cool. Dein Ernst. Oh, ist das euer Ernst jetzt? Kann bitte die Paralyse nachlassen? Ja, Belebersam. Nee, wir haben keinen mehr? Ich hasse dieses Spiel. Really? Wegen Paralyse. Wegen Paralyse. Dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh Mann! Was haben wir für Items? Unser Kraftband ist weg. Schön. Ah, ich könnte... Okay, warte, wir haben ja noch genug Kraftbänder, ne? Ja, gut, zwei, aber okay. Ich will noch mal ein paar Sinelbeeren bitte mitnehmen. Und die Zitrubeere hebt doch unsere KP für immer an, oder nicht? Weil wenn ich die jetzt esse, wenn ich volle KP habe, dann ist das doch so? Zitrobeere. Genau, wir haben jetzt plus 2 KP. Maximale KP ist gestiegen. Ich weiß nur nicht, ob das nur für diese Ebene ist oder für allgemein, komplett. Anti-Hafthut? Was macht der denn? Guck ich mir gleich mal an. Sandgrab, wow. Das hat mehr Damage gemacht als erwartet. Wir brauchen wieder unbedingt Belebersamen, aber wir finden ja keine und im Shop gibt's auch nie welche. Was ist das denn? Spukball! Spukball ist sehr cool. Und wir haben keinen... Wow. Unsere ganzen Eisendorn sind weg. Hätte ich vielleicht auch noch welche mitnehmen sollen. Spukball ist auf jeden Fall ziemlich cool. Genau, erstmal Dragon geben. Schützt, ja, schützt Items von, vom Anhaften. Wow. Finde ich ja jetzt sehr schlimm. Oh Mann. Rasierblatt wurde versiegelt, okay. Ist okay, wir sind auf der nächsten Ebene. Also 124, ne? Ja, okay, unsere maximale KP ist durch die Zitrobeere gestiegen. Das ist super. Das finde ich schön. Wer kommt denn noch auf die Idee? Oder wer kann denn ahnen, dass wir zwei Monsterräume finden? What the fuck? Also ich hätte das jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Aber gut. Wie gesagt, ja, ohne Belebersamen bist du halt am Arsch. Du brauchst eigentlich Belebersamen, um irgendwie gut durchzukommen. Durch Dungeons. Okay, ich muss eine Persephone reinsetzen. Wir haben keine Persephone? Scheiße. Wir müssen schnell die Treppe finden.
Oder und so jedenfalls ein bisschen heilen. Schwundsam, wow. Ich will heilen. Ha, schön. Wieder voll geheilt. Das ist super. Okay. Nächste Ebene. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt noch packen in die... Flora-Gummi ist... Oh, dein Ernst? Oh, Mann. Lorblatt. Da war ein Lorblatt. Lorblatt ist auch cool. Das war mein erstes Pokémon, glaube ich. Ne, mein erstes war Feurigel. Meganie war das erste Pokémon, was ich auf Level 100 hatte. Meine ganzen Pokémon-Karriere, sag ich mal. Es war Pokémon Silber damals und ich konnte mein Gameboy nicht ausschalten, weil die, ja, das Spiel war ein bisschen im Arsch. Man konnte nicht speichern. Beziehungsweise es wurde nicht immer angenommen zu speichern, deswegen habe ich mein Gameboy nie ausgeschalten und... Ja, ich habe, glaube ich, gefühlte 100 Mal die Pokémon-Liga damals durchgemacht. Halt nur mit Meganie gekämpft. Und dann war Meganie das erste Pokémon, was ich auf Level 100 hatte. Das war... Nee, gar nicht. Ich hatte es nicht Level 100. Ich hatte es Level 99 oder so. Und dann meinte irgendwer, meine Disc aus dem Gameboy zu ziehen. Und ja, dann war der Spielstand natürlich weg. Und ich bin so ausgerastet, glaube ich. Also ich denke schon, dass ich ausgerastet bin. Also ich war auf jeden Fall angepisst, so viel weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob ich ausgerastet bin oder nicht. Ich war angepisst. Dass der... Nee, das war uncool. Muss ich nochmal von vorne anfangen, nochmal ganz von vorne. Mann, dieser Knosp... Alter. Alter! Manche haben hier mega viel Leben, manche keine. What the fuck? Also, hallo, Bisa Knosp. Ich habe auch kein Knöscher, um das zu besiegen. Wow! Ja. Ich will nicht sterben. Warum geht in dem Fall auch... Wow. Unsere Attacken sind im Arsch. Warum geht in dem... Alter! Wie viel Leben hat das? In dem Fall auch genau da mein Energieball daneben. Finde ich nicht gut. Hallo Sichlor, ich will nicht gegen dich kämpfen. Da ist ein Samen. Belebersam? Schwundsam. Mano. Mano. Ende. Wow, Sackgasse. Ein Item. Zinkband, okay. Oh, ich hasse es, wenn meine Attacken daneben gehen. Ja, aber, wow. Das kam unerwartet. Aber wir haben 10 Poke grad, 10 Erfahrungspunkte bekommen. Ich bin begeistert. Komm, och, nicht dein Ernst. Nee. Leise Fußband. Was macht das? Weckt schlafende Pokémon nicht. Cool. Wappen. Ich mach das mal so. Weil ich kann ja über diese Wand hier, über die Schräge angreifen. Dragon nicht. Oh, es hat so viele Verteidigung gerade dazu bekommen. Das ist ja unglaublich. Geh weg. Dein Ernst. Alter. Wie viel Leben hat das Viech? Holy shit. Wie soll denn gleich... Ich hasse es. Der Kampf gegen den Großmeister des allen Übels ablaufen. Wenn wir hier schon voll auf die Fresse kriegen... Alter Vater. Oh Mann. Das packen wir in diesem Part sowieso nicht mehr. Ich hoffe, wir kommen überhaupt noch durch den Dungeon hier in dem Part. Sichtsam. Oh. Ich will Belebersamen aufsammeln. Da ist die Treppe. Ist das dein Ernst? Wir haben keine. Ah. Gut, dass wir Top-Elixier dabei haben. Setz bitte. Ruckzuckieb ein Dragon. Jetzt doch ruckzuckieb ein Dragon. Komm schon. Ist das dein Ernst? Kannst mir gerne helfen. Jetzt ist es besiegt, oder? Danke. Hier ist ein Markt. Willkommen. Wir haben nicht genug Poke dabei, ne? Oh, wir könnten Wasserstein mitnehmen?
Ich will das angreifen, bitte. Okay. Was ist das? Das ist ein Sonnenstein. Brauchen wir beides nicht, oder? Kingstein brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Eigentlich brauchen wir alles davon nicht. Mann! Wieso sind hier denn jetzt auf einmal so viele Pokémon? Ich will doch nur shoppen. Meine Güte. Geh weg. So, aber die Box kann ich aufheben, ohne dass irgendwas passiert, oder? Genau. Ich glaube, als am ehesten brauchen wir einen Wasserstein. Ich nehme den einfach mal. 1000 Poke haben wir. Können wir die 1000 Poke auch gerne ausgeben? Die 1000, ja, die 1000 Poke. So, Flairsamen. Da gehen wir gleich rein. Geheimbazar. Pantimimi heilt uns und so, ne? Genau. KP und AP wiederherstellen. Heilung bitte. Und dann will ich noch einmal von Schluppuck oder Schluck weg oder wer das ist. Ne, von Schlurp. Schlurpleck. Items bereinigen. Ey, was? Was sagt er, wenn ich Nein sage? Was? Da sagt er, was? Ist ja cool. Moment. Willst du das reinigen? Nein. Was? Komm wieder, wenn Items klebrig geworden sind. Yo. Und ich will noch so einen Wunderbeutel. So eine Wundertüte. Oh. Mann, dass man hier... Dass das auf Zurück ist und nicht auf Kaufen. Und es ist... Sinelbeere. Hallo. Dafür will ich jetzt aber nämlich das Flora-Gummi einsetzen. Das Pokémon da oben schläft, das ist super. Aua. Ist das dein Ernst? Der Part ist eigentlich schon vorbei, scheiße. Ich will aber noch den Dungeon hier durchbekommen. Vielleicht ist es ja nach dieser Ebene vorbei. Ich weiß es nicht genau. Warpsamen, cool. Nein, es ist noch nicht vorbei. Wir machen den Dungeon jetzt noch in diesem Part zu Ende, Leute. Habt ihr halt einen längeren Part? Ich glaube, das stört euch herzlich wenig, oder? Okay. Du bist ein Arsch, Teddy Ursa. Hör auf die... Mann! Was? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber okay. Ich weiß doch nicht, warum sich mein Inventar geöffnet hat. Hm. Egal. Oh Mann! Danke für den Ruckzuckieb. Immerhin hilfst du mir da ein bisschen. Dragon, das ist nett von dir. Oh, schön, nochmal. Oh, jetzt hat es verstanden. Oh Mann, wir müssen gegen dieses verdammte Nidoran weiblich kämpfen. Geh weg! Treppe! Nice! Wie viele Ebenen hat dieser Verwirrwald? Weitwurf-Orb? Was macht der Orb denn? Ich habe keine Ahnung. Aua. 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 Wow. Nichts getroffen. Das finde ich super. Dagegen sag ich jetzt mal nichts. Erstarrorb, okay. Leck mich mit deinen Georock-Brocks. Oh. Ja, die können schon ätzend sein, diese Georock-Box. Pokémon-Falle, nichts geschieht, zum Glück. Hallo, Radikal. Da. Haha. Ja, okay, komm, das war's. Doch nicht. Was zur... Warum geht denn immer alles daneben bei mir? Also langsam ist das echt nicht mehr witzig. Oh Gott. Das regt langsam richtig auf. Alles geht immer daneben. Oh ey, geh weg. Geh weg, Roselia. Ich will auch eigentlich gar nicht kämpfen hier. Ich will nur diesen Dungeon beenden. Was ist hier? Ein Chaos-Orb. Treppe, nice. Top-Elixier.
Tausche ich gegen irgendwas. Flairsamen tauschen. Top-Elixier finde ich wichtiger. Ja, danke. Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.